Moin moin liebe Freunde der gepflegten Angelkunst und herzlich willkommen zu einer neuen Angel für meinerseits und Svensseits. Ja, wir haben uns heute versammelt hier im Angelpark zur Grafenmühle. Ich habe mir im Laufe der Zeit mal so ein paar Fragen gestellt, was das Ultralight-Angeln angeht. Deswegen habe ich mich heute mit dem Sven verabredet. Der erklärt mich und vielleicht unter anderem euch auf, worauf es ankommt. Wie zum Beispiel, ja, gegen die Bremse drehen, wenn ein Fisch am Haken hängt, ist das sinnig oder nicht? Wie die Körperhaltung, also wie die Haltung zur Route ist, das ist zum Beispiel auch ja, eine Frage, die ich mich stelle. Ihr merkt schon, Ultralight-Angeln ist schon so eine leichte Kunst für sich, aber Sven, ich denke mal, wir machen das heute und das kriegen wir hin. Klären heute so ein paar Dinge auf. Alles klar, wir bauen jetzt, denke ich, mal auf und dann schauen wir weiter, wie der Tag heute so verläuft. Genau, dann gehen wir jetzt mal ganz böse dran mit der UL. Bis gleich. Jetzt hoffen wir mal, dass der Fisch hängen bleibt. So, kommt er hoffentlich. Nein, noch will er nicht. Jetzt kommt er. Jawohl. Ja, sehr schön. Ein kleines Forellchen auf dem Spoon. Oder haben wir das kleine Fischchen? Hat ordentlich gekämpft auf dem Spoon zur richtigen Drilltechnik. So haben wir ja gleich noch mal was. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Schöner Fisch. So, die erste Frage, die sich mir manchmal stellt, ist, Sven, wenn ich mal hier so eine Runde am See gehe oder woanders, dann sehe ich manchmal so, ja, so Gestelle, wo mehrere Routen oder mehrere Ultralight-Routen so aufgestellt, aufgesteckt sind. Hat das so irgendeinen Sinn? Ist das jetzt einfach nur, damit man flexibler ist, damit man irgendwie schneller ist oder so? Welchen Grund hat das? Zum einen muss man die Routen nicht in den Dreck legen, wenn man mehrere Routen aufgebaut hat, was ich auch ganz praktisch finde, weil ich hänge so ein bisschen an meinem Gerät. Ist ja auch teuer oder sowas, ne? Billig ist es ja nicht. Unter anderem. Und natürlich, wenn ich mehrere Routen aufgebaut habe, bin ich auch flexibler, weil ich mehrere Köder aufbauen kann. Die Routen auch unterschiedliche Spezifikationen haben, für unterschiedliche Köder ausgelegt sind. Dann macht das schon Sinn, auch mehr als eine Route am Wasser zu haben. Okay. Die Frage mit den mehreren Routen haben wir jetzt geklärt. Jetzt kommt natürlich die Frage, welche Routenmodelle oder beziehungsweise wie schwer, also von der Wurfgewichtsklasse, was muss man da ans Wasser nehmen, um da ja, das Bestmögliche rauszuholen? Fütter uns mit deinem Wissen. Ich will es versuchen. Also grundsätzlich würde ich sagen, wer viel mit Spoon oder auch mal mit Wobbler angeln möchte, der nimmt eine Route, die so klassisch aufgebaut ist mit einer Hohlspitze, wie du sie jetzt zum Beispiel in der Hand hast. Wurfgewicht so um 5 Gramm. Ja, sehe ich auch 1,80 hier. Bis 2 Meter. Genau. Das ist so quasi das Einsteigermodell, was man so haben sollte. Wenn es noch eine relativ weiche Spitze hat, die Route, kann ich damit auch mal einen Gummiköder fischen. Ja, das weiß ich sogar auch, dass man das eine Ultralight-Route, eine weiche Spitze hat. Und ja, damit man auch schöne Weitwurfdistanzen erreichen kann. Und ja. Und rollentypisch, was würdest du da so sagen? 1000er, 2000er Größe. Reicht völlig aus. Wichtig ist gute Bremse, vernünftige Schnurverlegung. Ja, hört sich auch flüssig an hier. Ja. Ja, also grundsätzlich sollte man erstmal wissen, dass nicht der, der die meisten Köder hat, die meisten Fische fängt, sondern der, der damit umzugehen weiß. Also mir reichen theoretisch ein paar Köder, die ich mir aussuche, wo ich weiß, dass ich, wie die laufen, wie die funktionieren. Dann werde ich auf jeden Fall damit auch genauso viel fangen wie einer, der ganz viele Köder hat, aber eigentlich gar nicht weiß, was er damit machen soll. Also ich habe auch immer eine relativ große Auswahl dabei, ob man die braucht, okay, aber ich finde, so ein paar Standardköder sollte man immer dabei haben. Das ist sicherlich der Basisköder Nummer 1, ist der Spoon. So der Klassiker. Der Klassiker überhaupt, womit das Ganze auch überhaupt erst angefangen hat hier in Deutschland. Das ist der Spoon. Und wenn ich da eine Auswahl habe jetzt von leichten Ködern,
die so in der 1 Gramm Klasse 2 Gramm und ich sag mal 3,5 Gramm in länglichen Formen und in etwas breiteren Formen, in den gängigen Forellenfarben, wie man sie auch zum Beispiel von Paste und so weiter kennt. Ich finde, wer schon früher auf Forelle geangelt hat, der weiß, welche Pastenfarben fangen. Und wenn ich mich da jetzt auch bei den Spoons an diesen Farben orientiere, dann bin ich auf jeden Fall erstmal auf dem richtigen Weg. Und dann kann ich immer noch aufstocken. Also es ist nicht so, dass ich jetzt 100 Spoons brauche, um erfolgreich zu sein. Es reicht auch eine Handvoll. So, dann habe ich noch, wie du eben schon gesagt hast, ich habe meistens noch eine Auswahl an Wobblern dabei. Weil manchmal ist das der Bringer überhaupt, ein langsam geführter Wobbler. Ich habe Gummiköder dabei, in verschiedensten Formen, wie hier den FTM Hero oder den Octo, so eine ja, dicke Larve. Sowas habe ich dabei. Was ich auch immer dabei habe, sind Spinner in verschiedenen Farben und Gewichten. Da haben wir auch schon mal was auf Big Fish Media gemacht, wie wir mit Spinner geangelt haben. Und auch der Köder funktioniert eigentlich immer. Und natürlich Inline-Blinker. Die habe ich auch immer dabei, wenn es mal etwas weiter rausgehen muss. Und manchmal ist auch der Lauf auch dem Spoon gegenüber überlegen. Die habe ich auf so fertigen Aufwicklern mit Montage, damit ich das schneller wechseln kann. Ja, das sind so meine gängigen Köder, die ich immer dabei habe. Und wenn man davon so eine kleine Auswahl hat, dann ist man auf der sicheren Seite. Griffhaltung, Rutenhaltung, Körperhaltung. Vielleicht kannst du uns darüber mal in Kenntnis setzen, was man da machen muss, was zu beachten ist, was wichtig ist, was Quatsch ist, weil ich habe zum Beispiel bei manchen Leuten gesehen, die halten, dass sie ja die Rute wie so ein Shaolin-Kämpfer, würde ich jetzt mal so nennen. Also mehr. Ja, genau so, den da und dann warten, bis der Einschlag kommt. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, so ein Rutengriff anzupacken. Ich habe auch schon diese Variante gesehen. Ja, das ist der Klassiker. Das ist der Klassiker. Ja. Also ich habe es mir angewöhnt, die Rute richtig in die Hand zu nehmen und vorne den Zeigefinger auf den Blank zu legen. Mhm. Einfach um noch ein bisschen mehr zu spüren von dem, was da am Köder so abgeht, was unter Wasser passiert. Ja, einfach vom Gefühl her. Genau, ja, genau, das hat sich für mich so eingebürgert, so habe ich es schon immer gemacht und da hat jeder sicherlich einen anderen Geschmack, wie er die Rute hält. Mhm. Hat mit Sicherheit alles irgendwo die Berechtigung oder, also so. Wie gesagt, die einzige Variante, die ich bisher gesehen habe, die ich wirklich für Quatsch halte, das ist der Klassiker hinten am Griff. Ja, hat man auch gar kein Gefühl zum Fisch, zum Köder, gar nichts. Nein, du hast keinen sicheren Griff, kein Gefühl zum Fisch. Ja, ansonsten, das auch, was ich auch oft beobachten kann und ich selber mir wirklich die Frage stelle, ist gegen die Rollenbremse drehen oder arbeiten. Also wenn ich mir überlege, ich würde das beim Karpfenangeln machen, dann würden mich die Leute für komisch halten. Ja, ich glaube, das ist bei allen Angelarten so, außer beim Forellenangeln. Da habe ich das auch schon mehrfach gesehen. Ich persönlich, es mag andere Meinungen geben, aber ich persönlich halte da gar nichts von. Ich bin da vielleicht auch zu oldschool für, dass ich klassisch drille, so wie man es bei allen Angelarten auch macht. Das heißt, der Fisch wird rangepumpt und dann wird die Schnur eingeholt. Und wenn der Fisch weg will, dann kann er gegen die sauber eingestellte Bremse Schnur nehmen. Aber ich fange nicht an, in die Bremse zu kurbeln. Macht für mich auch null Sinn, weil wenn die Bremse läuft, gewinne ich keine Schnur. Also warum soll ich dann kurbeln? Ja. Also entweder der Fisch kommt zu mir, dann versuche ich ihn ranzupumpen. Oder ich lasse ihn halt gehen, wenn er weg will und flüchten will. Aber alles dazwischen macht für mich eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. So Sven, die Bremseinstellung haben wir jetzt abgearbeitet. Was ist so deine Körperhaltung, dein Winkel zum Köder, zur Rute und so? Und klär uns da mal auf. Ja, grundsätzlich ist es erstmal Geschmackssache, ob ich jetzt im Stehen fische oder im Knien. Bei mir ist es so, ich muss mich irgendwann hinknien, weil mein Rücken es nicht mehr mitmacht. Aber vom Grundsatz her wirklich Geschmackssache. Was bei mir keine Geschmackssache ist, ist, dass meine Rute, wenn ich den Köder führe, die Rutenspitze zeigt immer Richtung Köder. Also auf jeden Fall wie bei den meisten anderen Angeltechniken so einen leichten Winkel rein einbauen. Also ich versuche meist die Rute gerade Richtung Köder zeigen zu lassen und zwar aus folgenden Grund. Ich habe ja eine relativ weiche Rute und wenn ich die jetzt seitlich halte und der Fisch beißt, puffert die Rutenspitze möglicherweise das zu sehr ab und ich kriege Fehlbisse. Zeigt die Rute relativ gerade zum Köder,
geht der Fisch, wenn er beißt. Weil die Forelle kommt ja meistens, die verfolgt den Köder, kommt von hinten, dreht sich mit dem Köder weg. Und dann läuft sie sofort in die fein eingestellte Bremse. Das heißt, ich habe einmal den kurzen Ruck und baue dann konstant Druck auf über die Rollenbremse auf den Fisch. Und wenn ich sicher bin, dass der Fisch hängt, dann kann ich die Rute zur Seite nehmen. Aber erstmal versuche ich so, dem Haken so viel Druck zu geben, dass er wirklich kleben bleibt. Weil wir schlagen ja nicht an. Ich denke mal, da kommen wir auch gleich zum Thema Anschlag oder nicht. Genau, da wollte ich als nächstes hinaus. Anschlagen ist ja irgendwie so, sollte man möglichst vermeiden. Einfach reinrennen lassen, habe ich mir immer sagen lassen. Genau so ist es. Und dann hängt er schon von alleine. Muss man sich natürlich ziemlich oft verkneifen, wenn man das jahrelang nur mit einem Anschlag kennt. Genau, am Anfang ist das wirklich schwierig. Aber wer es schafft, sobald er den Biss merkt und die Forelle hängt nicht, wer es in dem Moment schafft, passend anzuschlagen, dass der Fisch doch noch hängt, ist wahrscheinlich kein Angler, sondern Manuel Neuer. Weil sonst, das geht nicht. Also so schnell kann ich nicht sein. Sobald ich den Biss merke und die Forelle hängt nicht sofort, hat sie den Köder schon wieder ausgespuckt. Da kann ich anschlagen, so viel ich will. Und wenn ich dann anschlage und der Fisch hat den Köder nicht, dann habe ich zwei Aspekte, die negativ sein können. Das eine ist, wenn der Fisch den Köder verfolgt hat, ich schlage an, er hängt nicht, verschwindet er aus dem Blickfeld, die Forelle verliert das Interesse und dann kriege ich keinen Biss mehr. Also einfach weiter kurbeln und bis zu dem Zeitpunkt, wo ich merke, dass der Fisch wirklich hängt. Und der andere Aspekt ist, wenn ich eine relativ hohe Fischdichte habe oder aber gerade in einem Fischschwarm angel und ein Fisch packt drauf, kriegt den Köder nicht und ich schlage an, dann ist die Gefahr so groß, dass ich einen anderen Fisch querhake. Und das wollen wir alle nicht. Also gerissene Fische, das geht überhaupt nicht. Und wenn ich wirklich weiß, da ist eine hohe Fischdichte, schlage ich auch auf gar keinen Fall auf jeden Zupfer an. Weil auch nicht immer ist es ein Fisch, der wirklich mit dem Maul zubeißt, sondern vielleicht ziehe ich mal die Schnur auch über den Rücken oder so, komme mit dem Fisch anderweitig in Kontakt. Wer dann sofort anschlägt, riskiert quergehackte Fische und die wollen wir nicht. So, jetzt hat es mal geklappt mit einem kleinen Forellchen. Bisschen hin und her probiert mit dem Spoon. Mal einen sehr kleinen Spoon genommen. Oh, und weggeschafft. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Mal angenommen, es wird jetzt eine drauf gehen, es wird eine beißen. Dann kommen wir ja schon zum Drillverhalten über. Da gibt es ja auch wahrscheinlich ein paar Dinge zu beachten. Ja. Da willst du uns bestimmt jetzt mal aufklären. Ja, da sieht man ja auch verschiedene Sachen. Von Rute ganz hoch bis Rute ganz flach bis ins Wasser. Ich bin Freund davon, die Rute wirklich unten zu halten. Und also so quasi so Richtung Wasser, wenn es wirklich extrem ist und die Fische wirklich viel springen, dann versuche ich auch vielleicht mal die Rute speziell ein bisschen ins Wasser zu stecken. Weil das ist nämlich genau der Punkt. Ich will verhindern, dass der Fisch sofort nach oben kommt. Das heißt, wenn ich die Rute sofort hochnehme und der Fisch sowieso schon flach gebissen hat, habe ich den sofort an der Oberfläche. Dann springt er auch. Und dann springt der Fisch. Wenn der Fisch springt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er den Köder abschüttelt. Das werden wir vielleicht im Video auch noch sehen. Ja, weil klar. Aussteiger passieren, die kann man natürlich nicht, die kann man nicht vermeiden. Das ist nur mal Angeln halt. Mit Einzelhaken, teilweise ohne Widerhaken, man kann es nicht vermeiden. Also Aussteiger wird man immer haben. Nur wenn die Quote natürlich zu hoch wird, das heißt, dass ich auf einen gefangenen Fisch vier verliere, dann muss ich vielleicht mal überlegen, ob ich da irgendwas falsch mache. Und dann ist es wirklich entscheidend manchmal, dass man die Rute wirklich nach unten hält und den Fisch dann versucht tief zu halten. Und erst dann, wenn er in den Uferbereich kommt, aktiv sind sie auf jeden Fall. Wenn der Fisch in den Uferbereich kommt, dass ich dann die Rute hochnehme, weil irgendwann muss ich ihn ja nach oben kriegen, um dann zu keschern. Aber vorher sollte ich versuchen, möglichst die Rute flach und den Fisch dann meinetwegen soll er rechts, links gehen, aber bloß nicht in die bloß Lüfte. Nicht nach oben. Ja, wahrscheinlich liegt wahrscheinlich daran, dass dann andere physikalischen Gesetze dann herrschen. Und dann wird die Schnur auch möglicherweise ein bisschen locker, dann schüttelt er, dann sitzt der Haken vielleicht nur vorne und dann nimmt er das Gewicht des Köders und schüttelt den Haken raus. Und das passiert leider am häufigsten im Sprung. Ja, stimmt wohl. Und dann muss man halt versuchen, das zu vermeiden. Ja. Nee, das klingt ja auf jeden Fall aufschlussreich. Jetzt hast du aber den sitzenden Stil eingenommen. Ja, der Angeltag neigt sich dem Ende entgegen. Ich bin dann auch durch. Ja, jetzt mit der Sonne und... Genau. Die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt noch das große Beißen einsetzt, ist eher so gering. Kommt wahrscheinlich, würde ich jetzt mal so vom Gefühl her, erst ab dem späten Nachmittag würde da wahrscheinlich erst wieder reinkommen. Denke ich auch. Also das so späten Nachmittag, dass es dann wieder beißt. Der Wind steht jetzt hier schön aufs Ufer. Möglicherweise, dass da noch mal was geht, aber ich meine, wir haben unsere Fische gefangen.
Ganz genau, du sitzt ja auf der Schatzkiste. Genau, darum habe ich auch extra so eine stabile Box genommen, damit ich mich da draufsetzen kann. Sven, eine Frage habe ich aber noch. Lass mich raten, es geht um die Schnur. Ja, geflochten oder monophil? Also ich kann es mir ja schon selber erklären, geflochten ist ja wahrscheinlich für die Bisserkennung etwas besser als monophile. Wobei, das stimmt. Wobei monophile ja eine beste, also mehr Dehnung hat, aber für einen Puffer gut ist. Was würdest du da jetzt als gesunden Mittelmaß empfehlen? Du hast es schon genau richtig gesagt, die Vorteile der monophilen und die Vorteile der geflochtenen Schnur. Ui, okay. Monophile halt der bessere Puffer, dann günstig, einfach anzuwenden. Das heißt, ich kann den Snap direkt an die Schnur knoten und bin gleich einsatzbereit. Letztendlich bei Ködern, die ich einfach nur auswerfe und einleier, wie Spoons und Wobblern, spielt die Bisserkennung über die Schnur eigentlich fast überhaupt gar keine Rolle. Ich habe ständig Kontakt zum Köder und mit ein bisschen Erfahrung weiß ich da auch, was passiert. Dafür brauche ich die geflochtene Schnur nicht. Darum angel ich oft, wenn ich wirklich nur Spoon oder Wobbler angel, mit Monoschnur. 12er, 14er Mono. Bei Gummiködern ist es ein bisschen was anderes. Da habe ich oftmals auch feine Bisse, die ich mitkriegen muss. Und da setze ich auch eine geflochtene Schnur ein, weil die Bisserkennung da einfach feiner ist. Habe halt dann aber den Nachteil, dass ich dann einen Monovorfach anknoten muss. Die ganz dünnen geflochtenen Schnüre sind sehr empfindlich. Das heißt, die Knoten müssen wirklich hundertprozentig sitzen, sonst habe ich ständig Schnurbruch. Also es ist ein bisschen schwieriger anzuwenden, hat aber dafür dann halt auch Vorteile. Also bei bestimmten Ködern. Also so ein richtig und falsch zu den Schnurarten gibt es nicht, sondern mehr. Richtig und falsch gibt es da wie bei vielen anderen Sachen auch überhaupt nicht. Ist zum Teil sicherlich auch Geschmackssache. Der eine sagt, ich fische nur geflochtene, weil ich mir da mehr von verspreche. Ich wechsle je nach Angelart. Der andere nimmt vielleicht nur Mono, weil er sagt, da komme ich am besten mit klar. Wie gesagt, da gibt es kein richtig und kein falsch. Und es gibt auch nicht nur die eine Wahrheit, wie es bei vielen anderen Sachen auch ist. Ja, Freunde, unsere Angelzeit neigt sich langsam dem Ende zu. Oder Sven? Genug für heute. Ihr habt gesehen, wie es geht. Zwei wunderschöne Fische konnten wir überlisten. Ein Aussteiger, aber das gehört nun mal zum Angeln dazu. Leider. Der keine Aussteiger hat, der keine Aussteiger hat, entweder lügt er oder weiß ich nicht, was der dann da macht. Streichen wir das oder. Genau. Man lasst mal so stehen. Ja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall Ultraleihfischen, eine Kunst für sich, aber dennoch so leicht. Ich habe auf jeden Fall heute einiges mitnehmen können, was lernen können vom lieben Sven. Ist auf jeden Fall schon erstaunlich, wo sich das Forellenangeln so entwickelt hat. Also wenn ich überlege, als ich vor 20 Jahren das erste Mal an einem Forellensee war, war es nicht so ausgeprägt wie heute. Ne? Also da gibt es ja alles Mögliche, und von Tremarella bis Ultralight bis... Ja. Mir fallen bestimmt noch zigtausend andere Begriffe ein. Ich meine, also wir haben ja schon immer mit Spinner, mit kleinen Wobblern oder so schon immer auf Forellen geangelt. Ne? Genau, richtig. Das Kunstköderangeln ist ja nichts Neues. Eigentlich nicht. Ne? Nee. Aber so dieses spezielle Gerät, diese Flut an Ködern, die dünnen Schnüre, die leichten Ruten und so weiter, das ist alles so Sachen, die sich so in den letzten 5-6 Jahren entwickelt haben, hier, zumindest in Deutschland. Hat sich ja so richtig optimiert, kann man ja genau, sagen. Ne? Genau, und weil viele Leute halt Gefallen dran gefunden haben, weil das Ganze auch Spaß macht, mit den leichten Ruten da auch vernünftige Fische zu drillen. Und da machen auch kleinere Fische mal Spaß. Genau, ja, das ist ja auch der Trend und die Beliebtheit, die dazu wächst. Also man soll jetzt nicht oder man braucht sich nicht schämen, an einem Forellensee zu gehen, um zu angeln. Nein, also überhaupt nicht. Überhaupt nicht, also wirklich, also... Das ist auf jeden Fall eine tolle Angelegenheit und kann so bleiben. Und ja, Sven, ich glaube, uns bleibt nichts anderes über zu sagen, als ja, dass wir uns verabschieden. Genau. Unsere Wege trennen sich jetzt hier und Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.